dann halt auf ein neues. Es hilft nichts, den anderen hätten wir nicht mehr eingeholt. Wenn wir jetzt den einen Unfall nicht gemacht hätten, okay, aber so. Keine Chance. Um Gottes Willen, hier geht's auch durch. Um. Puh, okay. So kann man auch fahren. So, einmal hier durch. Ja, scheiße. Das war ein Slide in die Mauer. Was ist denn heute los? Es ist brutal. Das ist schon echt nicht mehr feierlich gewesen. Jetzt kommt da schon wieder so ein Auto, ey. Ich flipp aus. Und ob wir das noch gewinnen, Leute, das steht noch in den Sternen. Wir haben zumindest dieses Auto hier vermieden, aber wir haben leider keinen Noss mehr. Und wir werden ziemlich sicher Letzter werden. Das tut so weh, das tut so weh. Fällt mir auch gar nicht mehr ein, was ich dazu noch sagen soll. Einfach nur furchtbar. Was die da machen, ist allerdings auch nicht recht viel besser. Nehmen wir das gerne mal mit. Weil dieses Mal holen wir uns den Sieg. Dessen bin ich mir sure. Das sind eigentlich immer nur unsere eigenen Fehler, die wir hier, gegen die wir ankämpfen müssen. Die Gegner an sich werden es nicht mal. Aber wenn wir halt selber immer schon gegen sämtliche Mauern und Begrenzungspfähler krachen, fahren, stolpern, was auch immer. Dann gehört es uns halt nicht anders. Wenigstens haben wir das jetzt schon mal ausgelassen. Bleiben nur noch 100 andere potenzielle Unfallstellen. Zum Beispiel das Auto hier. Da fahren wir diesmal außen rum. Genau, so weit sind wir noch nie gekommen bei dieser Strecke hier, ohne einen Unfall zu bauen. Sagte er und baute einen Unfall. Gut, es sind wenigstens nicht nur wir. Das ist doch schon mal was. So, die anderen haben sie nochmal ein bisschen abgeschossen. Finde ich sehr gut. Wir fahren hier ein bisschen konzentrierter durch. Aktuell auch gut in Führung. Wann habt ihr das letzte Mal gehört von mir? Ich weiß auch nicht. Wir haben sogar noch alles an Nuss. What the fuck? Oh Gott, diese zwei Autos, gell? Die machen mich noch fertig. Aber Leute, ja, wir haben es tatsächlich beim ersten Versuch geschafft, dieses Sprintrennen hier zu gewinnen. Huja! Race over! Dann die 2 Minuten, die anderen haben 8 Sekunden länger. Die sind nochmal fett eingeschält, das ist natürlich brutal dann. You have unlocked Bird Bridge Bridge. Sprint-Trecken Reverse. Congratulations, you are 7th in the sprint. Finde ich gut. This is it, bro. Now we really get to see who's king. Oh man, you think
you've got a super street machine? There's a photographer here from Super Street Mag, and if you impress him, then you get on their cover. Dann schauen wir doch mal, ob wir das hinbekommen. Einmal ist das neue Cover und Platz 6 wird von ihm hoffentlich bald abgeworben. Von diesem Fuzzi da. Schauen wir da mal. Und singen wir es schon. Da sliden wir daher. Unser Auto ist nicht das schönste, aber auch nicht das hässlichste. Wir nehmen her alles, was wir haben. Ein 4-Runden-Rundkurs. Ich hoffe nur, wir müssen den nicht so oft fahren. Deswegen hängen wir uns hier gleich mal rein ins Zeug. Das Mauer habe ich schon ganz oft früher mitgenommen. Oh Mann, es läuft echt super bei mir momentan. Ich weiß nicht wieso. Warum bin ich der Einzige, der jetzt hier ein Auto mitnimmt? Und ich, da muss ich neu anfangen. Das hilft nichts. Es will einfach nichts klappen heute. Klappt es vielleicht wenigstens mit der Musik? Das Schlimme ist, es war jetzt Runde 1 von 4. Also, auch wenn wir jetzt noch gut durchgekommen sind, verhältnismäßig. Also, noch länger nicht, dass es die anderen drei Runden auch so geht. So, wir hängen uns hier einmal rum um die Kurve, da wenn natürlich in dem Moment einer auf deiner Spur ist, hast du halt fett verkackt, weil so schnell kannst du nicht ausweichen. Nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe, die erste Runde. Und letzten Endes zählt ja dann eigentlich nur die Runde Nummer 4. Aber wie er schon wieder wartet, der Bus da, gell? So, Vorsprung ist aktuell ganz gut. Schaut zwar auf der Minimap mehr aus, als es eigentlich in Sekunden ist. Aha. Haben sich beide wieder ganz schön ausgebremst. Immer fahren wir auch die rechte Seite. Vielleicht haben wir da ein bisschen mehr Erfolg dann auch. Als erster über die Ziellinie zu kommen. Vor allem, wenn wir den Verkehr halt dann mit uns mitführen und somit können wir den vielleicht eher ausweichen. Im Gegensatz zu dem Fahrer, der gerade eben dem anderen aus dem Weg gerannt hat. So, wir verbleiben hier ein bisschen links und schauen mal, wo wir als nächstes einschädeln. Ah, tatsächlich nirgendwo, aber wir haben ja noch eine Runde. Einmal geht noch. Und das war superb gesaved, würde ich mal sagen. Und auch wenn mir der ein bisschen reinfährt, den Speed, den Extra-Schub nehmen wir gerne mit. Und das wird noch ein ganz dickes Ende haben hier, dieses Rennen. Ich möchte es auf keinen Fall eigentlich nochmal fahren müssen. Dann ist es schon eher eins der schwereren Rennen. Aktuell in Führung, aber you never know. Ob das so bleibt, denn wir haben ja wie gesagt eine Runde noch, eine ganze noch. Und so ein Auto in der letzten Runde mitzunehmen wäre natürlich dann fatal. Wäre jetzt schon fatal. Aber dann hätten wir wenigstens noch eine Runde. So. Jetzt bitte keinen Unfall bauen. Ich sag's lieber einfach mal, dann passiert es mir auch sicher. Wow, okay. Ich bin ein bisschen eher gesaved, nicht erst im Flug. So, jetzt einfach hier nirgendwo anfahren. Ist zwar leichter gesagt als getan. Weil diese Piste einfach hier schrecklich ist. Also wer hier wohnt,
die armen Stoßdämpfer von dem Auto. Vielleicht ist es auch eigentlich eine Fußgängerzone. So. Eigentlich kann uns nur einer gefährlich werden. Und das sind wir selber. Da wäre es schon fast zu weit gewesen. Und der andere kommt doch nochmal ganz schön näher her, aber dieses Rennen haben wir tatsächlich beim ersten Versuch geschafft. Gott sei Dank. Wunderbar. You have 625 added to your bank. Race Victory Super Street puts you on the cover of the magazine. Congrats, you have unlocked Circuit Track Reverse. Congrats, you are ranked 6. im Rundkurs. Das finde ich doch schon mal richtig geil. Und dann eben ein neues Cover. Super Street. Gibt's irgendwas Neues hier, performancemäßig oder so? Nö. Nö. Gar nichts. Okay. Race Map. Wir sind mittlerweile bei 60 im Progress. Ich würde sagen, wir fahren das erste Mal direkt. Looks like I got what you want. Let's see how you try when it counts. 1250 für den Lappen da. Das nehmen wir natürlich noch mit. So. Ich weiß gerade nicht mehr, ob der jetzt das ist mit den 6 Gängen. Oh, ich war doch drüben. Oh ne, ich glaube, das ist der mit den 5 Gängen. Eigentlich habe ich nach links gelenkt. Puh, das war knapp. Schade. Schade, Leute. Ich glaube, linksrum ist nicht the way to go. Wir hätten es zwar fast geschafft, aber der eine, wenn er noch abbiegt, dann gibt er uns dann natürlich noch einen Hit mit. Und das wird auch nicht leicht, darüber zu kommen noch rechtzeitig. Wir haben leider kein Noss mehr. Wir haben nie wirklich gut geschaltet. Puh! Aber es geht sich aus. Sehr schön. Come on, we have unlocked upgrades. Continue. Race map. Sprint. Yes. Oh, wieder so einer mit seinem Peugeot 206. Furchtbar, das Auto. Wahrscheinlich ist der am schnellsten. Ja. Wie immer halt. Aber er wird definitiv nicht an erster Stelle übers Ziel fahren. Das würde ich sagen. Und jetzt ist er eh schon letzter. Von dem her. Never mind. Darf ich dich mal bitte hier ein bisschen auf die Seite rammen? Ich möchte einmal dich bitte kollidieren sehen. Okay, dann mach das halt für mich alleine. Ohne zu tun. So.
So, sehr schön. Einmal hier rum, einmal ein bisschen abbremsen, einmal durch die Baustelle. Und einmal links rum beim gelben Auto vorbei. Übrigens gelbes Auto. Puff, einmal irgendwie einen Schlag auf den Oberarm. Puh, das war knapp, dass wir über die Beine drüber gekommen sind. Das hätte ich fast nie mehr gedacht, dass wir das noch hinbekommen. Und wieder die Buckelpiste. Warum immer diese Dreiecksbuckelpiste? Warum können die nicht mal asphaltieren? Neu. Also abfräsen, dann saubere neue Deckschicht auftragen. Und dann wäre alles fertig. Nein. Stellen einmal nur ein paar wackelige Holzabdecke drauf. So, wir halten uns hier einmal rechts, weil es eigentlich ganz gut funktioniert hat, muss ich sagen. Und da vorne ist eh schon das Ziel? Okay. Ich bin a little bit enttäuscht. Dieses Rennen war es a little bit too easy fast. Auch wenn da der eine noch ein bisschen näher rankommt, aber wir haben nicht eins NOS gebraucht. Also wirklich easy diesmal. Okay, dann Need for Speed. Wieder ein bisschen Geld. You have unlocked for missions. Bla bla bla. Okay. So, Race Map. Wieder einiges dazugekommen. Ich würde sagen, wir fangen gleich mal wieder Drift. 1875 Punkte. Dollar. Wow. Da rieselt momentan die Kohle ein bisschen. Nehmen wir nur so 300 oder 600 Öcken. Wenn wir natürlich jetzt auch schauen, dass wir da jetzt richtig Gas geben. So far, so good. Und der war aber wieder ein bisschen zu weit. Den brechen wir ab. Den können wir aber noch ein bisschen halten hier. Ah, das war schade. Den hätten wir sonst richtig schön mitziehen können. Rum um die Kurven. Sehr schön. Auch noch mitgezogen hier. Jetzt bloß nicht vergeigen. 13.000 wäre schlecht, wenn wir die hauen, weghauen würden. Auch die 4.000 hätten wir eigentlich ganz gut gebrauchen können. Jawohl! Und wieder einen kolossalen Drift hingelegt. Und nochmal ein. Und hier gleich der nächste. Okay, zumindest ein super Drift. Nochmal ein Good Drift. Super. Und dann machen wir hier einen kolossalen draus. Wie lange können wir den noch halten? 31.000 Punkte, okay. Auf jeden Fall nicht schlecht. Wieder kolossal, outrageous. Also momentan muss ich echt sagen, haben wir es echt schon langsam ziemlich gut drauf. Also ich glaube, wir sind da so weit im Voraus mit den Punkten gerade. Schade. Aber ich glaube so oder so, dass wir da uns eigentlich keine Gedanken mehr machen brauchen. Sage ich jetzt einfach mal so. Ah, wobei die 14.000 hätte ich schon noch ganz gerne gehabt. Oh, ob das jetzt reicht? Normalerweise sollte es das. Ansonsten muss ich mich echt ärgern, weil es waren locker 30.000, die uns durch die Lappen gegangen sind. Aber wir führen mit über 40.000 Punkten. Also von dem her richtig, richtig easy gewesen. You have unlocked the 1998 Toyota Supra. Da ist er, Leute. Ich glaube, wir haben ihn. Dieses Auto möchte ich jetzt gerne fahren, please.
In der Hoffnung, dass es einen gescheiten Wert hat. Toyota Supra. Yes. Und er hat mehr Speed. Und wie wir den nehmen. Leistung können wir nichts ändern. Aber ein bisschen am Body können wir mit Sicherheit noch was ändern. Ich muss sagen, da gefällt mir der Flash echt fast besser. Ja, das passt. Bei dem anderen, glaube ich, können wir noch nichts ändern. Spoilermäßig. Ne, da bin ich zufrieden. Das passt auch. Neon, glaube ich, passt auch. Ja, haben wir mittlerweile Lichter freigeschalten? Nein, immer noch keine Lichter. Das ist brutal, gell, dass wir immer noch keine Lichter freigeschalten haben. Was haben wir denn da an Auspuffen? Mal einen kleinen Lümmel da hinten reingepackt. Ja, Windows passt auch. Farben passen auch. Okay. Race Map. Wieder ein Drag. Natürlich auf hart. Versteht sich. Doch von alleine. Jetzt mit unserem Auto mit einer noch höheren Endgeschwindigkeit. Und dem Toyota Supra. Sollte da eigentlich nichts mehr fehlen. Er ist links neben da drüben. Das ist, glaube ich, ein Nissan 350Z gewesen. Auch ein sehr interessantes Auto. Okay, nach wie vor immer noch zu spät, weil ich momentan immer noch denke, dass er beim 8er erst in den grünen Bereich kommt. Also von dem her sind wir in dieser Runde erstmal draußen. Wir müssen definitiv nochmal neu starten, weil wir auch keinen Windschatten dazu bekommen. Jetzt halt erst, da ist das Rennen aber schon längst vorbei. Aber wenigstens, naja, wir haben ihn nicht mal mehr. Also vom Schalten her, wir müssen einfach ganz kurz vorm 8er bei den 8000 Touren schalten, glaube ich. Dann sollte das eigentlich klappen. Und immer noch Overdrive. Ich schalte einfach immer einen Ticken zu spät. Leider nur zweimal gut Shift und der eine hat es halt natürlich wieder voll abgesehen. Das heißt, auch dieses Rennen haben wir keine Chance. Wir müssen einfach richtig gut hinbekommen am Anfang. Diesmal vielleicht ein bisschen Windschatten. Wir haben wieder einen sechsten Gang, den ich nicht bedacht habe. Vielleicht reicht's noch. Yes. Sehr schön. Sehr, 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 sehr schön. Das war cool mit dem Windschatten. Unstoppable Eddie does it again. He's putting everybody to shame.